Herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 2022 und Alemannia Aachen und Gabun nicht zu vergessen. Gabun dürfen wir nicht vergessen, aber wir sind jetzt hier hauptsächlich bei Alemannia Aachen. Wir kämpfen um den Aufstieg. Wir sind 4 Punkte hinter dem SC Werl, ja. Und jetzt heißt es Angriff. Jetzt heißt es Angriff. Damit es klar ist, ja, da sollte ich mal um die anderen kümmern. So. Also. Und wir haben jetzt, Stand jetzt, haben wir 18 Spiele hinter uns. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger als die Hinrunde hinter uns. Wir sind nicht ganz im Soll. Unser Soll ist natürlich Platz 1. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, 4 Punkte Abstand, die Rückrunde kommt noch. Es ist alles noch möglich. Und deswegen, kriegen wir das schon hin. Ich bin zuversichtlich. Und erstmal einen Schluck Energy. So. Und jetzt geht's direkt zum Top-Duell. Gegen Gütersloh. Der dritte gegen den vierten. Gütersloh, ganz starker Aussteiger, muss man sagen. Richtig guter Aussteiger. Da können wir mal gespannt sein, wie die schlagen können. So, unsere zweite. Müssen wir gleich mal gucken, wie es da so aussieht. Die war ja letztes Mal noch auf dem Abstiegsplatz. Die wollen wir natürlich irgendwie versuchen zu halten. Oh, jetzt sind sie ja mittlerweile letzter. Ja. Vielleicht müssen wir das für die zweite noch holen. Weil absteigen wäre nicht so gern, wenn die runter müssten. Ja, müssen wir mal gucken. Der Moja spielt auch ein Spiel, eine Vorlage, das ist gut. Ah ne, das war ja für uns für die erste, stimmt. So. Ja, hier kommen subventioniert. So. Da verliert die Reserve 3-0 wieder. So! Und dann will Moja mal für das eine Spiel hochziehen. So. Damacek und Müller muss dann Innenverteidiger spielen. Oder kann Olsen vielleicht auch? Ja, Olsen kann auch Innenverteidiger. Dominik Koska und Moja kommen mit. Jetzt gehen wir in die Taktik. Und werden mal ein bisschen unsere Taktik verändern, weil ich bin der Meinung, wir kriegen zu viele Gegentore. Jetzt muss ich immer was gucken. Kann Schmidt überhaupt? Ja, Schmidt kann ruhig Spielmacher spielen. Eine Sekunde, einmal hier, so. So. Okay, das ist okay. Warum geht es Dribbling? Muss man die Distanzschusswerte mir angucken hier? Opus Mafoni. Mafoni kann das machen. Na, du dribbelst auf keinen Fall, aber wie sind denn deine Kopfbälle? Kopfball. Guck mal. Wo ist denn jetzt die Kopfball? Da, Kopfball. Da habe ich doch gerade gesehen. Kopfball 68. Dann geht Voloda bei Standards und mit nach vorne. So.
So spielen wir. So, dann kommt noch Moss ins Tor jetzt hier wieder. Und dann geht's ab. Let's go. Gütersloh. Wenn ihn das Leben schwer machen. Ja, und direkt kriegen wir es an. Ich habe noch keinen Verteidiger mehr. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Olsson geht dahin. Und Bujelab geht dann in die Zentrale mit. Kacke. Ja, toll. Oh, es geht ja gut los, ey. Ah, Mann, ey. Schlecht. Einfach nur schlecht. Egal. Mutter, wir schon weiter. Wir lang gehören dazu. Und die WM 2030 ist im Ding. Scheiße, die mir da genervt, ey. Sie und zufrieden mit Kegeltop, ja, das ist ja toll. Opa wieder fit, Müller wieder fit. Phony, du trainierst jetzt mal. Fernschüsse. Let's go. Das Spiel dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Kann nicht sein!
Bruce, come on! Trotzdem zu wenig. Trotzdem zu wenig, ey. Let's go, Tjallan, komm. Tabellenführer jetzt. SC Wienbrück. So stark von der Stärke her. Kommt ja dann die Form, die machst du weg. Du kannst das, Junge. Komm. Keine Chance bis jetzt. Kann nicht sein. Es kann nicht sein. Scheiße.